So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf dieser dritten Map Team Alternate Female gegen Bad Monkey Gaming. Wir springen direkt in Game, denn die Knife Round beginnt. Ich zeig's nochmal gerne rein. Knife or Bizeps, schreibt die Shushu hier. Sehr gut. Und das ist natürlich ein bisschen. Ich habe wenig Zeit für Intros, denn ich sehe eigentlich erst, wenn es losgeht, dass es losgeht. Aber es passt, wir haben nichts verpasst. Kätzchen. Angel Beyond, jawohl. Nochmal Kätzchen, nochmal Beyond. Damit die Knife Round an die Mädels von Alternate. Und jetzt sehen wir natürlich die Seitenwahl. Alternate möchte als Terror anfangen. Also scheint sich Alternate hier etwas wohler zu fühlen auf der T-Seite und möchte diese Seite zuerst spielen. Auf D das 2. Durchaus möglich, auf der Terrorseite ein paar Runden mehr zu holen. So, wir machen noch ein bisschen, feuert noch ein bisschen eure Mädels an. Jungs, hätte ich fast gesagt. Auf geht's, Attix. Ja, auf geht's, Team Alternate. Jetzt geht's um die Wurst. Und Alternate mit dem schnellen Go über lang und kurz. Dort pusht Sase offensiv. Die hier direkt den Headshot kassiert. Und Irene hat überhaupt nicht auf dem Schirm, dass dort die Mädels von Alternate schon durch sind auf dem Spot. Jetzt hat sie es gehört. Headshot von Chuchu. Mein lieber Schwan, da hat es geklatscht. Dort oben in der Mitte sitzt noch Kati. Die hier mit dem richtigen Timing ordentlich Schaden anrichten kann. Ah, entscheidet sich hier hinterher zu gehen. Aber das wird ziemlich knapp. Angel sitzt noch auf dem Spot. Kann dort keinen Frag machen, aber hat ordentlich viel Schaden angerichtet. 1 AP an Sonja. Kati von hinten. Beyond. Kriegt die Bomben-Diffuserin down. Jawohl. Damit geht die Bombe hoch. Piep, piep. Erste Runde geht an Team Alternate. Auf geht's. So, wir schauen in die zweite Runde. Jetzt gilt es natürlich, jede Runde mitzunehmen. Wir wissen, wie aimstark die Mädels von Bad Monkey Gaming sein können. Und das kann natürlich auch in einer Pistol-Round möglichst äußerst gefährlich sein. Denn gerade die CZ doch sehr, sehr stark. Sonja versucht da in der Mitte vielleicht noch ein bisschen Hit zu setzen. Kein Erfolg. Einzige, was sie erreicht, ist, dass sie selbst Hits bekommt. Dort unten steht Kati schon ziemlich close. Sonja von der CT Base. Und jetzt geht es kurz durch. Sonja kann einen Hit setzen, aber auch das mit wenig Resultaten. Die Mädels sind auf dem Spot. Shushu versucht mit der Bison Richtung lang. Keine Waffe, die man lange Distanzen, bei der man lange Distanzen haben möchte. Und Lisan und Giuliano über kurz. Die nehmen hier das ganze Alternate-Team einfach auseinander. Und schon sind alle Alternate-Spielerinnen down. Genau das, was ich gerade angesprochen habe. Die Aim-Stärke der Mädels hier ist nicht, wirklich nicht zu unterschätzen. Und das hat ihnen die erste Runde eingebracht. 1:1 der Spielstand. Lasst euch von der kleinen Anzeige hier oben nicht verwirren. Es steht mittlerweile 1:1 nach Maps. Dies ist die dritte Map, DEDAS2. Und wir schauen mal, was Alternate sich für die Eco überlegt hat. Mit 4 Leuten vor A, vor B, meine ich natürlich. Und jetzt kommt der Go. Beyond führt dort ihre Mädels an. Ein Frag immerhin von Kätzchen. Aber das nicht erfolgreich. Giuliano mit rein. Und
Alternate damit in der Lage zu kaufen. Entscheiden sich hier für den Force-Buy. Alternate baut eher Richtung A auf. Aber Kati steht dort mit der Bombe noch vor B. Also scheint der Gedankengang zu sein, dass man vielleicht nach einem Fake sich Richtung B orientiert. Und jetzt 57 Sekunden. Keine. Jetzt kommt vielleicht der Go über Mitte. Sonja hat einen Blick Richtung Mitte, aber bei Fifi kann sich ausrichten. Ein schöner Headshot von ihr. Und jetzt kommen die Mädels hier rauf. Lisan wollte rauspushen. Sonja wird auch von Beyond geholt. Damit 4 gegen 3, 3 gegen 3. Und oben in der Mitte steht noch Shushu. Die kann 2 rausnehmen. Stark von ihr. Jetzt nur noch Saas gegen 2. Retake Smoke, Retake Flash. Kann dort hinten die Spielerin flashen, aber nicht mit Kätzchen. Und damit 2 zu 2. Die zweite Runde, die Alternate hier holt. Nach der vergebenen Anti-Eco jetzt die Möglichkeit, ein bisschen Führung aufzubauen. Und bei BNG ist tatsächlich noch Geld vorhanden. Alternate baut wieder ähnlich auf. Diesmal jedoch die Bombe oben Mitte. Juliano hat versucht, dort mit der AWP was abzuziehen. Hat aber niemanden gefunden. Beyond versucht mal in der Mitte, ob da sich jemand unvorsichtig zeigt. Sehr statisch am Anfang. Deutlicher Unterschied zu vielen anderen Teams. Alternate versucht hier, die Mitte nicht unbedingt dauergesmoked zu halten, sondern lieber anzugreifen. Und Giuliano, ein Frag und weg. Gut gemacht. Der leichte Unterschied, oftmals bei den Top-Teams sieht man, ist, dass dort geflasht wird, um eben genau das zu verhindern. Und jetzt kommt der Go. Kati ist unten in die CT-Base gehüpft. Keine Chance gegen Irene. Giuliano auch mit einem Frag. Und jetzt nur noch Kätzchen gegen 5 verbleibende Spielerinnen. Schöner Headshot. Wird hier allerdings richtig ordentlich in die Zange genommen. Und dieser Frag an Sonja. 3 zu 2 der Spielstand. Bad Monkey Gaming gegen Team Alternate in Führung gegangen. Damit natürlich wieder Geldprobleme. Und die Mädels von Alternate mit der nächsten Echo. Von kurz, da guckt Giuliano und Saas gemeinsam Richtung Katas runter. Ich glaube, dass ein Angel war eine Granate. Und jetzt kriegen sie Gesellschaft auf Kurz. Saß mit 2. Starkes Aiming. Wirklich starkes Aiming. Kann ordentlich Hits setzen. Schaltet sich immer noch zu bleiben. Ist ein bisschen übermütig vielleicht. Schöner Flickshot. Auch wenn es kein Headshot war.
4 zu 2. Diese Anti-Eco sicher runtergespielt von Bad Monkey Gaming. Kätzchen mit raus mit ihren Mädels in der Eco. Lisan und Sonja. Jetzt nur noch Sonja übrig. Auf dem Spot. Shushu noch mit dem Frag. Schön gemacht. Zwei Frags in dieser Eco. Aber das tut dem doch erheblichen Geldpolster von BMG nicht so weh. Wir sehen hier selbst. Selbst bei verlorener Runde noch easy Geld da. Easy Money sozusagen. Jetzt kommt der Offensiv-Push von BMG. Carti ist down. Beyond ist down. Und darauf war Alternate hier nicht eingestellt. Sars bekommt Gesellschaft auf lang. Der Molly wird Bewegungsspielraum wegnehmen. Shushu verbrennt direkt. Hat dann noch wenig AP. Ja. Nur noch Angel und Kätzchen am Leben. Jetzt nur noch Kätzchen. Schöner One-Click von Kätzchen an Sars. Und jetzt noch 30 Sekunden. Nochmal starker Headshot. Vielleicht hier die Chance. Kätzchen hätte hier fast die Runde noch gerissen. Schöne, schöne Headshots von ihr. Holy shit. Beinahe die Möglichkeit noch gehabt, die Runde zu holen. Aber nichtsdestotrotz, so knapp es war, im Endeffekt 6 zu 2 für BMG. Ein Alternate baut wieder ähnlich auf. Und Giuliano steht hier oben schon ziemlich offensiv an der Smoke. Hat jetzt keine Deckung mehr von unten, müsste sich also zurückziehen. Tut sie auch. Carti auf dem Weg Richtung kurz. Streicht das Richtung Katas unten. Soll offensichtlich abdecken. Und wir sehen es hier auf der Karte. Sonja und Lisan sind schon auf dem Weg über die Katas. Und wenn sich die Mädels von Alternate dort nicht ein bisschen beeilen. Wieder die AWP von kurz. Und jetzt wird es dünn. Sonja und Lisan von unten. Ja. Das hat zu lange gedauert. Da haben sie zu lange die Lücke offen gelassen. Kätzchen auf kurz jetzt auch gefallen. Und Shushu gefallen. Vor lang. 7 zu 2. Und ja, wie gesagt. Die Lücke in den Cutters etwas zu lange gelassen. Und BMG hat die gut erkannt. Und hat sie direkt ausgenutzt. Ausgeschlossen. Und dann in den Rücken gefallen. Beim Kurzpush. Jetzt nochmal der Force-Buy von Team Alternate, die sich hier versuchen, über lang mit einem direkten Angriff ein bisschen Raum zu verschaffen. Und BMG gibt ihnen den Raum. Allerdings nutzen sie die Zeit natürlich, um sich neu in Position zu bringen. So, sie haben jetzt hier Shushu in die Grube abgestellt. Und jetzt versuchen Angel und Beyond dort Richtung Kurz vorzugehen. Allerdings ohne Smoke schwierig, denn dort steht Sonja. Sonja hier ohne Frag, aber mit der Info. Auf lang Giuliano. Okay.
Kein Frag. Mehr, aber 14 AP. Aber dennoch die Mitte komplett weg. Wir sehen es auf der Karte, die Verschiebebewegung. BMG hat sich komplett die Mitte erarbeitet und hat die ganze Linie als Kontrolle. Und jetzt ist es nur noch die drei Mädels von Alternate, die auf lang stehen, keinen Bewegungsspielraum haben. Das heißt, sie werden jetzt von 5 Spielerinnen von BMG eingekreist. Angel versucht Tor zu pushen, bisschen früh. Ihre Mates da noch nicht bei. Shushu, Headshot gegen Sonja, schön. Und unten steht 14 AP Giuliano und wird auch geholt. Kati gegen Irene. Headshot von Irene, nichts Ungewöhnliches. Und schon steht es 8:2. Jetzt wieder ein bisschen uneinig. Alternate scheint sich dort nicht ganz im Klaren gewesen zu sein, in welche Richtung es geht. Giuliano ist schon weit Mitte hoch gepusht gewesen. Hat sich aber direkt wieder zurückgezogen. Alternate mit dem langen Aufbau. Auch die Bombe liegt dort vor lang. Also vielleicht der Go in Vorbereitung. Und dort stehen Irene und Saas. Nicht gerade die schlechtesten Spielerinnen in ihrem Team. Saas. Direkt geflasht worden, von Kätzchen rausgenommen worden. Irene kann auch nur noch eine machen. Und dort auf dem Spot steht Giuliano mit der AWP. Verschießt. Kati mit dem Frag gegen Lissan. Verschießt nochmal. Giuliano. Jetzt Doppelfrag. Chancen waren da. Chancen waren definitiv da, dass noch mehr Spielerinnen aus dem Spiel nimmt und dadurch vielleicht die Runde holt. Aber im Endeffekt wurden sie nicht ausreichend genutzt. Und Bad Monkey Gaming hier doch überlegen. Vor allem was das Aiming angeht, aber auch, wie man es immer wieder sieht, was taktische Entscheidungen angeht. Denn sie finden hier regelmäßig die Lücken und schließen oftmals Positionen aus. Frühzeitig, so wie in der einen Runde davor. Schöner Headshot von Kätzchen dort. Schließen frühzeitig Positionen aus und haben damit einen taktischen Vorteil. Und so entsteht es nun mal. Sonja von B, jetzt kommt der B, go. Sonja mit dem zweiten Frag. Steht hier am Rand der Smoke. Lissan. Sonja, Runde vorbei. Alternate 2:10. Deutlicher Rückstand und BMG zeigt hier eigentlich, dass sie vermutlich Anspruch haben, das Ding hier nach Hause zu fahren. Und bisher sieht es nicht so aus, als ob Alternate dort ein Mittel findet, um da durchzubrechen. Dann jetzt mit der Eco Richtung Kurz. Und dort hüpft Giuliano. Um zu spotten. Jetzt übernimmt Irene das Hüpfen. Kriegt hier einen Hit, aber kann Informationen sammeln. Und jetzt kommt der Go. Irene von unten. Giuliano mit Zweien. Und oh, dort läuft. Dort lief Saas mit dem Messer. Das sieht so aus, als ob da wenig Respekt noch vorhanden ist. Irene mit der Pistol. Nochmal. Da sitzt das Aiming. Ja, das sieht jetzt mittlerweile so ein bisschen so aus, als ob da wirklich der Respekt verloren gegangen ist. Bad Monkey Gaming ist hier warm geworden und fühlt sich deutlich überlegen. Zu Recht, muss man sagen. Saß offensiv über Kurz. Dort kommt der Push in die Cutters. Angel kann einen Frag machen und wird dann von Giuliano geholt.
Allerdings auch nochmal Schaden angerichtet. Also eher positiv. Saß schon wieder Mitte hoch. Die findet jede Lücke und sucht sie auch regelmäßig. Zwei Frags gegen Kati und Beyond, die dort hintereinander standen. Und jetzt nur noch Shushu und Kätzchen gegen drei verbleibende Spielerinnen. Ah, Shushu kann den Frag hier nicht machen. Jetzt aber zweiter Versuch. Auf Kurz steht Irene und Sonja von Mitte. Verschießt. Versucht es nochmal. Wieder kein Erfolg. Und Irene von Kurz. Mit dem Frag gegen Shushu. Kätzchen auf dem Spot. Wird auch von Irene geholt. Damit der Spielstand nach dem Defuse gleich 12 zu 2. Und es sieht nicht gut aus für das Team von Alternate. Bad Monkey Gaming wirklich stark unterwegs. Muss man ganz klar sagen. Habe ich auch großen Respekt vor der Leistung. Push in den Katas. Kati kriegt nochmal einen Frag. Auch Lilsan hat relativ viel Damage kassiert. Alternate jetzt mit einem langsamen Aufbau, ohne viel. Jetzt kommt der Mitte Go. Kätzchen mit Unterstützung. Und Sonja nur noch alleine. Kann einen AWP-Frag setzen. Push nochmal raus. Stark gemacht. Hat damit die Mitte frei gemacht. Und saß auf dem an dem Loch. Versucht hier noch Schaden zu machen. Und wir sehen es dort über die Cut. Das kommt Irene schon. Wurde es weggesmoked. Gute Smoke. Saß gegen Kati. Angel kann Irene aus dem Spiel nehmen. Und jetzt nur noch Angel gegen Irene. One on one. Saß bleibt dort einfach sitzen. Und wartet ab. Aber Angel macht es gut. Zeigt sich hier nicht unnötig. Jetzt hat sich einmal gezeigt. Und Saß wieder das gleiche. Jetzt läuft die Zeit davon. Hüpft ihr aufs Dach. Und das geht sich aus. Good half. 12. Wieso good half? 13 zu 2. Okay, die Anzeige hat bei mir gesponnen. 13 zu 2. Die erste Halbzeit in dieser dritten Map. Und wir sehen jetzt gleich, sobald es geswitcht wird, die zweite Hälfte. Das wird eine wirklich schwierige und nahezu unmachbare Aufgabe für die Mädels von Alternate. So, First Round, BMG mit einem schnellen Kurzpush. Und dort zwei Alternate-Spielerinnen, Angel und... Oh, hauptsächlich Angel, wenn man so sieht. Die sich auch zurückziehen konnte, zwei schöne Headshots gemacht. Giuliano in der Mitte mit dem Block Burst, mit zwei Frags. Und damit die Runde wieder offen.
Kriegt hier viele Hits. Kann sich allerdings nochmal zurückziehen. Ein bisschen glücklich. Hätte auch anders ausgehen können. Bombe ist auf A gelegt und spielt hier viel Zeit raus. Jetzt geht sie down. Und beide Spielerinnen von Alternate haben Kids. Von daher die Runde noch möglich. Aber jetzt piept es schon ganz schön heftig schnell. Wir müssen jetzt richtig Gas geben. Jetzt muss es durchgezogen werden. Direkt durchziehen. Das kann sich ausgehen. Ah. Schade, schade, schade. Das hätte klappen können. Zeit genug war da. Aber Irene holt den Frag in letzter Sekunde. ...14:2 und Alternate entscheidet sich jetzt schon, den Force Buy zu machen. Wir sehen eine Farmers und der Rest Pistol mit Rüstung. Sonja mit der Pistol und Lisa mit der Pistol. Zwei Pistol in Anti-Eco. Auch das nicht das erste Mal, dass wir sehen. Cardi schafft es mit Hilfe von Beyond dort den Frag zu setzen. Kurz kommt Angel auf mit der Farmers. Wo ist mein Waffenmodell? Keine Ahnung. Das ist eine Farmers, die sie da in der Hand hat. Jetzt gegen Giuliano. Kann einen Headshot setzen. Unglücklich, dass Lisan der Giuliano da reinläuft, reinrennt. Und jetzt 5:3 Situation. Und damit die Möglichkeit von Alternate, diese Runde für sich zu entscheiden. Jetzt geht's über kurz. Dort im Eck steht noch Kätzchen. Angel wird schon gepickt. Hat sich dort ein kleines bisschen früh gezeigt. Saß auch gegen Kätzchen erfolgreich. Und jetzt kommt Alternate von hinten. Shushu. Mit der Piste nicht erfolgreich. 15:2. Damit das Draw bzw. die Overtime schon mal sicher für Bad Monkey Gaming. Irene alleine über den Todesgang. Starke Headshot gegen Angel, die dort überhaupt nicht reagieren konnte. Und lang kommt der Go. Dort auf dem Spot. Nein, Kätzchen steht nicht auf dem Spot, steht unten. Und auf kurz Shushu mit der Pumpgun. Jawohl. Auf kurz kommt schon Saas, die hier auch leichte Aim-Probleme hat. Sich jetzt nicht mehr zurückziehen kann. Wird von Kati und Shushu gemeinsam geholt. 3 gegen 3. Kati pusht langsam vor. Oh, Giuliano. Giuliano, Ilsan, Lisan und nochmal Giuliano. 16:2. Der Spielstand nach der dritten Map.